Morgentau, die Auserwählte der Jahreszeiten von Jennifer Wolf, erschienen im Carlsen Verlag und hat ungefähr 272 Seiten. Die Geschichte wird in der Zukunft erzählt. Die Erde ist zum größten Teil unbewohnbar. Doch an einem kleinen Fleck leben noch Menschen. Maya ist eine der Menschen und wird die Auserwählte. Sie darf mit der Göttin Gaia mit und muss sich für einen Sohn entscheiden. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Wer wird ihre Wahl sein, um das Gleichgewicht der Natur aufrecht zu erhalten? Maya ist ein sehr sympathisches 18-jähriges Mädchen, das nach der Beschreibung im Buch auf das Mädchen auf dem Cover passt. Das Cover ist wunderschön, mit dem jungen Mädchen in einem weißen Kleid und den vielen Kirschblüten, die auch einen Bezug zu dem Buch haben. Die vier Jahreszeiten haben alle eine eigene Welt, die sehr schön beschrieben wird. In diesem Buch wird trotz der wenigen Seiten eine sehr schöne und unglaubliche Geschichte erzählt, die den Leser oder die Leserin zum Weiterlesen zwingt. Jennifer Wolf hat eine Geschichte, eine Welt erschaffen, in die man gerne abtaucht und die sie ungern wieder verlässt. Am Ende bin ich also froh, dass ich mir dieses Buch gekauft habe und schnell durchgelesen habe, denn sonst hätte ich etwas verpasst und über die 4,99 € kann man auch nicht meckern.